Der kategorischen Weisung, diesen Brief zu vernichten, bin ich nicht gefolgt. Wer will es einer Freundschaft verargen, welche das darin auf Delacroix Freundschaft für Chopin gemünzte Beiwort tief aufmerksam für sich in Anspruch nehmen darf? Ich gehorchte der Zumutung anfangs darum nicht weil ich das Bedürfnis hatte, das zuerst nur rasch durchflogene Schriftstück wieder und wieder nicht sowohl zu lesen als es stilkritisch und psychologisch zu studieren. Und mit der Zeit schien mir dann der Augenblick, es zu zerstören, versäumt. Ich lernte, es als ein Dokument zu betrachten, von dem der Vernichtungsbefehl ein Bestandteil war, so daß er eben durch seinen dokumentarischen Charakter sozusagen sich selber aufhob. So viel war mir von Anfang an gewiß, zu der Vorschrift am Schluss hatte nicht der ganze Brief Anlass gegeben, sondern nur ein Teil davon, die sogenannte »Facetie und Büffelposse«. Das Erlebnis mit dem fatalen Dienstmann. Aber wiederum, dieser Teil war der ganze Brief. Um seinetwillen war er geschrieben worden. Nicht zu meiner Erheiterung. Zweifellos hatte der Schreiber gewußt, dass der Schwank nichts Erheiterndes für mich haben werde, sondern zur Entlastung von einem erschütternden Eindruck für welche ich, der Kindheitsfreund, allerdings die einzige Stelle war. Alles übrige war Zutat, Einhüllung Vorwand, Aufschub und nachher ein gesprächiges Wiederzudecken mit musikkritischen Apercyes, als ob nichts gewesen wäre. Auf die Anekdote um ein sehr sachliches Wort zu gebrauchen, steuert alles zu. Sie steht im Hintergrunde von Anfang an. Meldet sich an den ersten Zeilen und wird verschoben. Noch unerzählt spielt sie hinein in das Scherzen mit der großen Stadt Ninive und dem skeptisch entschuldigenden Wort des Propheten. Sie ist nahe daran, erzählt zu werden, dort, wo zum ersten Mal des Dienstmannes Erwähnung geschieht, und verschwindet aufs Neue. Der Brief wird scheinbar geschlossen, bevor sie berichtet ist. Jam satis est. Und als wäre sie dem Schreiber fast aus dem Sinn gekommen. Als brächte nur der zitierte Gruß des Schleppfuß sie ihm wieder in Erinnerung, wird sie eben noch rasch, sozusagen unter sonderbarer Rückbeziehung auf des Vaters Schmetterlingskunde, mitgeteilt darf aber nicht den Schluss des Briefes bilden, sondern es werden Betrachtungen über Schumann, die Romantik, Chopin daran gehängt, die offenbar den Zweck verfolgen, ihr das Gewicht zu nehmen, sie wieder in Vergessenheit zu bringen. Oder richtiger wohl, die sich von Stolzes wegen den Anschein geben, als verfolgten sie diesen Zweck. Denn ich glaube nicht, dass wirklich die Absicht bestand. Ich, der Leser, möchte über das Kernstück des Briefes hinweglesen. Sehr merkwürdig war mir schon bei zweiter Durchsicht, dass die Stilgebung, die Travestie oder persönliche Adaption des Kumpfschen Altdeutsch nur vorhält, bis jenes Abenteuer erzählt ist, danach aber achtlos fallen gelassen wird, so daß die Schlussseiten ganz davon entfärbt sind und eine rein moderne sprachliche Haltung zeigen. Ist es nicht, als hätte der archaisierende Ton seinen Zweck erfüllt, sobald die Geschichte der Fehlführung auf dem Papier steht und danach aufgegeben wird, nicht sowohl, weil er für die ablenkenden Schlussbetrachtungen nicht passt, sondern weil er vom Datum an nur eingeführt war, um die Geschichte darin erzählen zu können, die dadurch die ihr angemessene Atmosphäre erhält? Und welche denn? Ich will es aussprechen. So wenig die Bezeichnung, die ich im Sinne habe, auf eine Farce anwendbar scheint. Es ist die religiöse Atmosphäre. Dies war mir klar. Wegen seiner historischen Affinität zum Religiösen war das Reformationsdeutsch für einen Brief gewählt worden, der mir diese Geschichte bringen sollte. Wie hätte ohne das Spiel mit ihm das Wort hingeschrieben werden können, das doch hingeschrieben sein wollte betet für mich. Es gab kein besseres Beispiel für das Zitat als Deckung, die Parodie als Vorwand. Und kurz davor steht ein anderes Wort, das mir schon beim ersten Lesen in die Glieder fuhr und ebenfalls nichts mit Humoreske zu tun hat, sondern ein ausgemacht mystisches, also religiöses Gepräge trägt das Wort Lusthölle. Wenige werden sich durch die Kühlheit der Analyse, der ich soeben und damals gleich Adrians Brief unterzog, über die wirklichen Gefühle haben täuschen lassen, mit denen ich ihn wieder und wieder las. Analyse hat notwendig den Anschein der Kühle, auch wenn sie im Zustande tiefer Erschütterung geübt wird. Erschüttert aber war ich. Mehr noch, ich war außer mir. Meine Wut über den obsöden Streich des Gose-Schleppfuß kannte keine Grenzen. Und darin möge der Leser keine Kennzeichnung meiner selbst, kein Merkmal meiner eigenen Prüderie sehen. Ich war niemals Prüde und hätte, wäre mir jene Leipziger Nasführung zugestoßen, schon gute Miene dazu zu machen gewußt, sondern er möge durch meine Gefühle, Adrians Sein und Wesen gekennzeichnet finden, für welches freilich das Wort Prüderie nun auch wieder das albern Unpassendste wäre, das aber selbst der Derbheit scheue Rücksicht und den Wunsch nach Schutz und Schonung hätte einflößen können. An meiner Bewegung hatte ja keinen geringen Anteil die Tatsache, daß er mir das Abenteuer, und zwar Wochen nachdem es ihm zugestoßen, überhaupt mitteilte was die durchbrechung einer sonst unbedingten und von mir stets respektierten verschlossenheit bedeutete. so sonderbar es in ansehung unserer alten kameradschaft klingen mag, das gebiet der liebe, des geschlechtes, des fleisches, war niemals in unseren gesprächen auf eine irgend persönliche und intime weise berührt worden niemals anders als durch das Medium von Kunst und Literatur, anlässlich der Manifestationen der Leidenschaft in der Sphäre des Geistes, hatte dies Wesen in unseren Austausch hineingespielt. Und dabei waren sachlich wissende Äußerungen von seiner Seite gefallen, bei denen seine Person völlig aus dem Spiele blieb. Wie hätte ein Geist wie der seine dies Element nicht einschließen sollen. Dass er es tat, dafür waren Beweis genug seine Wiedergabe gewisser von Kretschmar übernommener Lehren über die Unverächtlichkeit des Sinnlichen in der Kunst und nicht nur in dieser, dann manche seiner Bemerkungen über Wagner und solche spontanen Äußerungen wie die über die Nudität der menschlichen Stimme und ihre geistige Kompensation durch ausgeklügelste Kunstformen in der alten Vokalmusik, Dergleichen hatte nichts Jüngferliches. Es zeugte von einem freien und gelassenen Ins Auge fassen, der Welt der Begierde. Aber wiederum war es nicht charakteristisch für mich, sondern für ihn, wenn ich jedes Mal bei solchen Wendungen des Gesprächs etwas wie einen Schock, eine Bestürzung, ein leises Sich-Zusammenziehen meines Innern empfunden hatte. Es war um mich emphatisch auszudrücken, wie wenn man einen Engel über die Sünde sich ergehen hörte. Auch bei einem solchen würde man sich keiner Frivolität und Frechheit, keiner banalen Lustigkeit im Verhalten zum Gegenstande versehen müssen und wäre doch bei aller Einsicht in sein geistiges Anrecht auf ihn verletzt und zu der Bitte versucht Schweig, lieber, dein Mund ist zu rein und streng für diese Dinge. Tatsächlich war Adrians Abneigung gegen laszive Plumpheiten von verbietender Ausgesprochenheit, und ich kannte genau das verächtlich angewiderte und abwehrende Sichverziehen seines Gesichts, wenn dergleichen auch nur im Anzuge war. Zu Halle im Winfriedkreise war er vor solchen Angriffen auf sein Feingefühl so ziemlich sicher gewesen, die geistliche Wohlanständigkeit, des Wortes wenigstens hielt sie hintan. Von Frauen, Weibern, Mädchen, Liebesverhältnissen war zwischen den Kommilitonen nicht die Rede. Ich weiß nicht, wie diese jungen Theologen es in der Tat jeder für sich damit hielten, ob sie sich alle in Züchten für die christliche Ehe aufsparten. Was mich selbst betrifft, so will ich nur gestehen, dass ich vom Apfel gekostet hatte und damals sieben oder acht Monate lang Beziehungen zu einem Mädchen aus dem Volk, einer Küferstochter, unterhielt. Ein Verhältnis, das vor Adrian geheim zu halten, schwer genug war. Ich glaube wirklich nicht, dass er es beachtete und dass ich nach dieser Frist auf gute Art wieder löste, da der Bildungstiefstand des Dinges mich ornuierte und ich mir nichts mit ihr zu sagen hatte, als immer nur das eine, nicht sowohl Heißblütigkeit als Neugier, Eitelkeit und der Wunsch, den antikischen Freimut im Verhalten zum Geschlechtlichen, der zu meinen theoretischen Überzeugungen gehörte, in die Praxis zu übersetzen, hatten mich vermocht, diese Bindung einzugehen. Gerade dies Element nun aber, das einer geistreichen Vergnügtheit, wie ich sie wenigstens mag sein, ein wenig schulmäßig prätendierte, fehlte der Stellung Adrians zu der fraglichen Sphäre vollkommen. Ich will nicht von christlicher Verhemmtheit sprechen und nicht das teils kleinbürgerlich-moralische, teils mittelalterlich-sündenscheue Kennwort Kaisers Aschern darauf anwenden, das würde der Wahrheit sehr unzulänglich gerecht und hätte nicht ausgereicht, die liebende Rücksicht, den Hass auf jede mögliche Verletzung hervorzurufen, die seine Haltung mir einflößte, wenn man sich ihn in einer galanten Situation überhaupt nicht vorstellen konnte und wollte, so lag das an dem Harnisch von Reinheit, Keuschheit, intellektuellem Stolz, kühler Ironie, der ihn umgab, und der mir heilig war, heilig auf eine gewisse schmerzliche und heimlich beschämende Weise. Denn schmerzlich und beschämend, außer etwa für die Bußheit, ist der Gedanke, dass Reinheit dem Leben im Fleische nicht gegeben ist, dass der Trieb den geistigsten Stolz nicht scheut und der verweigernste Hochmut der Natur seinen Zoll entrichten muß, so daß man nur hoffen kann, diese Demütigung ins Menschliche und damit denn auch ins Tierische nach Gottes Willen möge sich in der schonend verschöntesten, seelisch gehobensten Form verhüllt von Liebeshingebung, von läuternder Empfindung, vollziehen. Muß ich hinzufügen, dass eben hierauf in Fällen wie dem meines Freundes am wenigsten Hoffnung besteht? Die Verschönung, Verhüllung, Veredelung, von der ich sprach, ist das Werk der Seele. Einer mittleren, vermittelnden und stark poetisch angehauchten Instanz, in der Geist und Trieb einander durchdringen und sich auf eine gewisse illusionäre Weise versöhnen. Einer ganz eigentlich sentimentalen Lebensschicht also, in der, wie ich gestehe, meine eigene Menschlichkeit sich recht wohl behagt, die aber nicht nach dem strengsten Geschmacke ist. Naturen, wie Adrian, haben nicht viel Seele. Es ist eine Tatsache, über die tief beobachtende Freundschaft mich belehrt hat, dass die stolzeste Geistigkeit dem tierischen, dem nackten Triebe am allerunvermittelsten gegenübersteht, ihm am allerschnödesten preisgegeben ist. Und das ist der Grund für die sorgende Apprehension, die meinesgleichen durch eine Natur wie Adrians auszustehen hat. Es ist auch der Grund, weshalb ich das verdammte Abenteuer, von dem er mir berichtete, als etwas so erschreckend Symbolisches empfand. Ich sah ihn stehen auf der Schwelle des Freudensalons und nur langsam begreifend auf die harrenden Wüsten-Töchter blicken. Wie durch die Fremde von Mützes Gastlokal in Halle, ich hatte das Bild so deutlich vor mir, sah ich ihn blind hindurchgehen auf das Klavier zu und Akkorde anschlagen, von denen er sich erst nachträglich Rechenschaft geben sollte. Ich sah die Stumpfnäsige neben ihm, Hedera Esmeralda, gepuderte Halbkugeln im spanischen Mieder, sah sie mit dem nackten Arm seine Wange streicheln. Heftig über den Raum hinweg und in der Zeit zurück verlangte es mich dorthin. Ich hatte Lust, die Hexe mit dem Knie von ihm wegzustoßen, wie er den Schemel beiseite stieß, um den Weg ins Freie zu gewinnen. Tagelang spürte ich die Berührung ihres Fleisches auf meiner eigenen Wange und wußte dabei mit Widerwillen, mit Schrecken, dass sie seither auf der Seinen brannte. Wiederum kann ich nur bitten, es nicht als bezeichnend für mich, sondern für ihn zu betrachten, dass ich außerstande war, den Vorfall von der heiteren Seite zu nehmen. Es war absolut nichts Heiteres daran. Wenn es mir im entferntesten gelungen ist, dem Leser von der Natur meines Freundes ein Bild zu geben, so muß er mit mir das unbeschreiblich Schändende, das höhnisch Erniedrigende, und das Gefährliche dieser Berührung empfinden. Dass er bis dato kein Weib berührt hatte, war und ist mir eine unumstößliche Gewissheit. Nun hatte das Weib ihn berührt, und er war geflohen. Auch an dieser Flucht ist nicht eine Spur des Komischen, ich kann es dem Leser versichern, falls er geneigt sein sollte, dergleichen darin zu suchen. Komisch allenfalls, war dieses entweichen in dem bittertragischen sinn der vergeblichkeit in meinen augen war adrian nicht entkommen und sehr vorübergehend gewiß hat er sich als ein entkommener gefühlt der hochmut des geistes hatte das trauma der begegnung mit dem seelenlosen triebe erlitten adrian sollte zurückkehren an den ort wohin der Betrüger ihn geführt.